Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Keine Angst, Elite Dangerous habe ich natürlich nicht vergessen im neuen Jahr. Und ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass ihr jetzt denkt, jetzt kommt nur noch Super Mario oder Kaizo oder irgend sowas in der Richtung. Nein, natürlich nicht. Besonders habe ich mich dieses Jahr auch auf Elite Dangerous gefreut, auch wenn es aktuell nicht so aussieht, da das jetzt das erste Video ist für dieses Jahr. Und ich gehe auch schon mal direkt zurück ins Raumschiff. Ah ne, Moment, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ja, mein ursprünglicher Plan, na ja gut, was heißt mein Plan, ist ein bisschen zu viel gesagt, denn ich hatte ja gehofft, wie viele von euch auch, dass jetzt zeitnah mal die Alpha von Odyssey startet. Oder zumindest es Informationen gibt, dass sie sagen, okay, aktuelles Datum ist ja, ich hatte mich ja neulich beschwert, dass ich immer an Frontiers Elite Dangerous Geburtstag denke und die nicht an meinen. Nun ist das aktuelle Datum der eventuelle Release, ich glaube nicht dran. Zumindest ist das aktuelle Datum der 21.04. Das wäre immerhin ein Tag nach meinem Geburtstag. Wäre ganz cool, fände ich okay. Und wenn dann natürlich vorher Alpha und Beta starten und so weiter, sollte es ja theoretisch langsam mal losgehen, ne? Gerade so eine Alpha? Naja, auf jeden Fall hoffe ich jeden Tag aufs Neue, dass irgendwie mal eine Information seitens der Entwickler kommt, dass sie sagen, pass auf, geil, jetzt hier nächste Woche geht's los mit der Alpha. Wäre cool. Wäre ich auf jeden Fall sofort dabei. Und dann würden auch wahrscheinlich jeden Tag Videos kommen. Weil, ja, dann gibt es einfach so viel zu entdecken und so viel zu tun und zu machen. Ja, ihr fragt euch jetzt, wo ist er? Was macht er? Was ist das für ein Schiff? Was ist das für eine Station? Habe ich mich auch gefragt, als ich mich eingeloggt hatte. Denn ich dachte, gerade auch in den letzten ein, zwei Monaten hatte ich gesehen, gerade auch weil es Elite Dangerous jetzt mal zwischenzeitlich kostenlos gab und wahrscheinlich auch so viele neue Commander dazugekommen sind. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich habe das so nebenbei halt mitbekommen durch die Aufrufzahlen und dass dann ja einfach viele neue Leute überhaupt auch den Kanal abonniert haben. Ist eine schöne Sache, das freut mich immer sehr. Und da war meine Idee, ich habe ja die drei Accounts. Ich habe ja den Hauptaccount. Ich habe den Explorer-Account und ich habe den zum Rumprobieren, womit wir immer mal diese Anaconda-Speedruns gemacht haben oder so, was eine geile Sache war, was aktuell leider nicht mehr geht. Zumindest nicht so wie da und auf keinen Fall schneller als zu den Zeiten, als wir das gemacht hatten. Deswegen ist das einfach der dritte Account, der Probier-Account, mit dem wir immer irgendwie was machen. So, und ich hatte neulich mal erzählt, dass der Explorer-Account ja irgendwo in der Bubble rumsteht mit irgendeinem Schiff, was gerade in einem Abbaustandort unterwegs ist und dort irgendwelche Erze gesammelt hat. Und dann dachte ich, scheiße. Dann war jetzt meine Idee, okay, guckst dir mal den dritten Account an, machst den wieder platt und fängst da einfach jetzt schon mal, was ich ja eigentlich erst mit Odyssey machen möchte, dann nochmal mit dem einen Account, mit dem Probier-Account einfach neu anzufangen. Einfach da mal die Odyssey-Sachen von Beginn auf spielen, wenn man nichts hat. Was ich sehr cool finde, was wir auf jeden Fall auch machen. Und da war jetzt meine Idee, okay, wenn das jetzt noch ewig dauert und die kommen halt nicht aus dem Arsch, die Entwickler. Die sollen sich auch Zeit nehmen, dass es gut wird und so weiter, keine Frage, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Kann ruhig mal losgehen. Ja, dachte ich dann, cool, dann fängst du halt jetzt an und es gibt viele neue Leute, die interessiert das vielleicht, was man am Anfang so machen kann, machst du das. Habe ich mich auf den Probier-Account eingeloggt. Das ist jetzt der. Das ist nicht der Probier-Account. Das ist der eigentliche Explorer-Account. Und der andere, der, von dem ich dachte, dass er das wäre, der irgendwo in einem Abbaustandort mit einem Abbauschiff rumsteht, das ist der Probier-Account. Das hier ist der Explorer-Account. Also, ja, hatte ich die beiden verwechselt. Das war mir absolut nicht bewusst, dass ich die so im Kopf verwurschtelt habe. Jedenfalls steht sie hier, wir fliegen nämlich im Spiel, in dem Fall eine Commanderin, im Igelnebel und ich weiß nicht mehr, wohin ich auf dem Weg war. Wahrscheinlich Richtung Galaxiemitte, da wollte ich irgendwo hin, weil es da schön ist und jetzt sind wir im Igelsektor und das hier ist nämlich, wir heben gleich ab, das ist eine schöne Station in einem Asteroiden drin. Und es gibt auch seit heute wieder ein Community-Event, wenn das Video rauskommt, seit gestern. Und zwar in Colonia, toll Frontier, ganz toll, gab es jetzt zwei Wochen keine Community-Events, habt ihr jetzt wieder eins rausgehauen in Colonia, wo kaum ein Schwein unterwegs ist. Toll, wirklich toll.
Hätten ja wenigstens zwei sein können, hätte dann noch eins für die Bubble gemacht, aber naja, gut. Müsst irgendeinen Kram sammeln, keine Ahnung, Hülsenkerngewebe, Hülsentotgewebe, Hülsen. Keine Ahnung, irgendwas mit. Die wollen viele Hülsen. Weiß ich nicht, was sie damit wollen. Auf jeden Fall ist das das aktuelle Event. Und auch hier die Verteilung der Stufen. Ich weiß nicht, wer sich das. Entweder die waren noch besoffen von Silvester, als sie das gemacht haben, oder. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. 1. April-Joke, dafür ist es ein bisschen früh. Jedenfalls finde ich das als ganz großen Quatsch, was sie sich hier ausgedacht haben. Naja, das hängt vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen. Dafür interessiert es mich einfach viel zu wenig, der Quatsch hier in der Colonia. Vielleicht hängt das mit den Galnet News oder sowas zusammen. Kein Plan, da bin ich aktuell gar nicht drin. Naja, auf jeden Fall, weiß ich nicht. Vielleicht wird Stufe 2 erreicht innerhalb der nächsten Woche. Vielleicht geht das sogar ein bisschen länger. Kein Plan, aber naja, mir egal. Sollen sie machen. Wirklich jetzt nicht, aber ich hätte schön gefunden, wenn sie wenigstens noch eins für die Bubble gemacht hätten, dass wir da wieder mal was machen können. Naja, in der Bubble, jedenfalls der Hauptaccount, der ist jetzt bei über, ich weiß nicht, wo das letzte Mal stand, da steht jetzt bei weit über 200 Millionen an Kopfgeldbescheinigung. Die müsste ich mal langsam einlösen. Und der Carrier, der steht noch rum. Und es ist am, in Tolugu wird am 22. Januar der 5. Geburtstag der EOT gefeiert. Also wer da Zeit hat, das ist ein Freitag, glaube ich. 20 Uhr vor Ort ist dann in der EliteDangerous.de Gruppe wieder einiges los. Ja, Lago organisiert was. Ich habe gehört, es gibt kostenlos Trinken für alle. So, ja, auf jeden Fall gucken wir mal zurück. Wer das noch nicht gesehen hat, gibt auch Stationen, die so in Asteroiden reingebaut sind. Die sehen dann innen aus wie. Naja, die sind halt noch nicht ganz fertig. Da wird noch ein bisschen gebaut und gedremelt und gedrechselt und gehämmert und gesägt und gebastelt. Die sehen aber ganz schön aus, finde ich. Auch von außen, auch von innen. Und ja. So. Wir sind, ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich hier vorhatte. Wir haben eine schöne Anaconda. Die hatten wir damals mal gebaut. Die hat auch über 70 Lichtjahre Sprungreichweite. Die hat auch ein paar Scanner dabei, naja, nicht ganz so viele, wie ich dachte. Zumindest ganz normal. Erkundungsscanner, Zusammensetzungsscanner, klar. Düppel, freilich. Kühlkörper auch, falls es mal ein bisschen brenzlig wird am Stern oder auch, ja, klar, ein Detailoberflächenscanner. Halt. Naja, das war's, alles klar. Okay. Ja. Igelsektor? Bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier irgendwas gibt, was lohnenswert wäre. Ich wollte auf jeden Fall nur mal reinschauen und da jetzt eine kleine Aufnahme mit euch machen, dass ihr wisst, dass ich euch nicht vergessen habe. Und das Spiel auch nicht, schon gar nicht, auf keinen Fall. Und wo ist es? Moment, was wollte ich? Sternklasse. Da. Ja. Ich glaube, hier hatte ich mir, was sind denn das alles für Sterne? Weiße Zwerge oder was? F-Sterne. Ah, okay. Na komm, dann lasst uns mal dorthin springen, irgendein, vielleicht gibt es da ja was Schönes oder so. Ja. Ja, der hat jetzt hier auch keinerlei Universal Cardo Graphics mehr, hatte ich vorhin schon geschaut, hatte ich irgendwie mal abgegeben hier in der Station. Und ich glaube, ich war hier wirklich auf dem Weg nach Colonia. Weiß aber nicht mehr warum. Wahrscheinlich bloß so als Zwischenziel, um danach dann irgendwo anders hinzufliegen. Das ist schon ewig her, das ist, ich glaube, knapp ein Jahr her jetzt ungefähr. Ich glaube, Anfang 2019 hatte ich den Explorer-Account mal noch ein bisschen bewegt. Naja, und ich wollte ja immer einen Account haben, der schön irgendwo in der Mitte ist oder halt weit weg von der Bubble, dass man da einfach ein bisschen exploren kann und sich ein paar Sachen anschauen kann, die es so halt in der Bubble einfach nicht gibt. Und gerade jetzt, wenn es dann auch... Hier gibt es nichts weiter. Okay. Wenn dann halt Odyssey kommt und auch die Alpha, dann können wir uns halt nicht nur in der Bubble verschiedene Sachen anschauen, sondern auch außerhalb. Wo es dann halt, wie gesagt, auch vielleicht ein paar andere Gegebenheiten gibt. Auf Oberflächen oder was auch immer. Deswegen würde ich den jetzt mal Richtung Zentrum bewegen, den Account. Oder das Schiff. Und dass wir dann da einfach auch was machen können. Dass ich wieder den Explorer-Account und den Haupt-Account habe.
Was denkt ihr denn? Wird Odyssey am 21.04. erscheinen? Das ist auch das Datum, was bei Steam hinterlegt ist. Aber meiner Meinung nach ist das, wie gesagt, nur ein Platzhalterdatum. Gar kein ernstes Release-Datum. Und ich denke mal, wir werden mindestens noch ein Release-Datum zu hören bekommen. 5 biologische, ey geil, da fliegen wir mal hin. Ey, Ammoniak-Welt. Nice. Das ist mir aber zu weit. Da fliege ich nicht hin. Das ist es mir nicht wert. Den gucken wir uns mal an. Buggies habe ich hier natürlich auch mit dabei. Genau, so sieht es aus. ALP Explorer heißt der Account, wer mich hier finden möchte. Dass ihr das wisst. Genau, hier bin ich auch in der EOT-Staffel mit drin. Hm? 200 Mitglieder, wow. Wollen wir doch mal schauen, der war recht groß, ne? Der ist 13.500 Kilometer im Radius. Ne, Verzeihung. 17.000 Kilometer Radius sogar. 13,5 Erdmassen. 5 biologische Signale. Wisst ihr, was, glaube ich, vielleicht ein Problem werden könnte, wenn es irgendwann mal hoffentlich einen Filter gibt, der die Carrier, die Flottenträger, in der Systemkarte ausschaltet. Es wird nämlich an Planeten, wenn dort ein Carrier geparkt ist, wird beim Planet auch einmal pro Carrier, glaube ich, die Eigenschaft biologisch um 1 erhöht. Also selbst wenn der Planet selber keine hat, aber da parkt ein Carrier dran, dann taucht dort ein biologisches Signal auf. Wenn du halt dann irgendwann mal unterwegs bist und hast es ausgeschaltet, dass dir die Carrier hier nicht angezeigt werden, dann steht da halt biologisch und man denkt, okay, cool, habe ich was gefunden, aber man sieht halt den Carrier nicht und fragt sich dann auf dem Planeten, okay, wo ist denn hier was? Bin ich auch schon ein, zwei Mal drauf reingefallen, in der Bubble sogar. Dachte ich, hä, wo soll denn hier was Biologisches am Planeten sein? Aber das ist dann der Carrier, der dazu zählt. Man könnte dann vielleicht irgendwie trotzdem, damit man grob weiß, so ein vielleicht wie jetzt hier der blaue Kreis drumherum, da nochmal ein extra Symbol mit so einem Carrier-Symbol oder so machen, dass man weiß, okay, hier parkt ein Carrier dran, dass man da trotzdem einen Anhaltspunkt hat, auch wenn einem die Carrier an sich nicht angezeigt werden. Das wäre vielleicht dann noch eine gute Zwischenlösung. Also das wäre was, da müsste auf jeden Fall dran gedacht werden, falls denn der Button mal kommt, dass man die ausschalten kann. Ich wünsche es mir sehr. Von mir aus auch gerne mit, direkt als erstes, wenn Odyssey als Alpha rauskommt. Ja, jedenfalls, was ist denn da so eure Vermutung, was Odyssey betrifft? Sagt ihr, okay, nö, die werden das vielleicht schon einhalten können. Und vielleicht klappt es im April, vielleicht kriegen wir im Februar die Alpha, im März die Beta. Und das wäre sehr optimistisch alles. Und im April den Release. Damals, Opa erzählt wieder vom Krieg, damals beim Horizons Addon, oh, 1% fehlt, ey, guck mal, gar nicht so schlecht geschossen, ne? Damals, da hatten sie ja Horizons angekündigt und auch dann genau released, also das hat super funktioniert. Das hatten sie auch rechtzeitig angekündigt, an den Release konnten sie halten, nur danach wurde es halt immer schwieriger. Mit sämtlichen Releases von irgendwelchen größeren Patches. Gerade in den letzten 2 Jahren. Wie die meisten von euch wissen. So, was haben wir denn da? Haben wir ein schönes. Ah, das ist auch schön hell. Wie viel G hat der? Da müssen wir gleich mal drauf achten. Da wollte ich eigentlich vorhin mal nachschauen. Wie viel G haben wir? 1,8 war das? 1,8 G, jo. So, wie sieht's denn? Ist er denn? Da. Raumschiffantrieb. Ah ja, hier. Ach, guck mal. Wir könnten sogar 6-mal die Premium-Einspeisung machen. Arsen 6, Polonium habe ich noch 8. Der ist mehr als auf dem Hauptaccount.
Ja, einiges. Okay, wir hatten schon mal vieles gesammelt. Das ist ja toll. Sehr gut. Niobium 100. Okay. Was haben wir denn hier? Na? Wolfram, Ruthenium, Molybdän, Zirconium, Germanium, Selen, Nickel und so weiter. Die Standardsachen. Okay, dann gehen wir mal langsam runter. Das finde ich ja cool. Da haben wir direkt was Schönes gefunden. Dann gucken wir uns da noch mal kurz ein bisschen um. Und dann soll es auch erstmal gewesen sein. Und ja, nur mal ein kurzes Video zum Update, wie es jetzt hier läuft und weitergeht. Ich will gerade aktuell nicht jeden Tag ein Video machen, weil ich auch selber dann gar nicht wüsste, was ich... Ich habe mittlerweile sind es, glaube ich, über 1300 Videos oder so, die ich vom Spiel gemacht habe, über die letzten, seitdem es das Spiel gibt. Und seit Ende 2014. Und ich kann es einfach aktuell, ich könnte zwar wahrscheinlich zeitlich das irgendwie machen, aber gerade wenn dann die Videos vielleicht nicht so lang sind, vielleicht wirklich bloß 20, 30 Minuten. Aber ich wüsste teilweise gar nicht, ja. Ist gerade alles so ein bisschen, also ich hab Bock auf Spiele, ne? Aber die müssen gerade mal ein bisschen aus dem Knick kommen wieder mal. Mit Odyssey. Ich sag's immer wieder. Oh, schön im Krater drin. Na, mal gucken, ob wir da einen Landeplatz finden. Bestimmt, aber es könnte ein bisschen schwierig werden, so wie das Gelände dort aussieht. Naja. Ja, man kann immer wieder alles irgendwie zeigen und machen. Ich hoffe ja jetzt eigentlich von Woche zu Woche, dass es schöne Community-Events gibt, an denen ich dann teilnehmen kann. Dass ich da dann immer mal was zeige. Naja, was ich vorhatte. Ich hatte mir in der Nähe von Toluku noch einen Platz rausgesucht zum Erze abbauen. Und wollte dort mal mit dem Carrier hin. Die Bude vollpacken mit Painit. Ich weiß, da gibt es aktuell trotzdem nicht so viel Kohle, aber manchmal dann doch bis zu 400.000 die Tonne. Und einfach mal den Carrier nach und nach mit ein paar Schwüngen, weiß ich nicht, vielleicht mal 2.000, 3.000 Painit oder so sammeln, die Bude vollpacken und dann mal, wenn irgendwo der Preis gut ist, mit dem Carrier dorthin springen und mal alles verkaufen. Das macht dann auch ein bisschen schönes Geld schon, da kommt dann schon einiges zusammen, so ist es nicht, aber bei weitem natürlich nicht mehr das, was es mal gab, aber trotzdem kommt schon noch gut was bei rum. Na, 2.000 Tonnen, 400.000, die Tonne beim Verkauf, hast du halt deine 800 Millionen. Ist jetzt auch nicht so zu verachten, würde ich mal behaupten. So, da müssen wir mal langsam. Ich bin zu schnell, wa? Da bin ich zu schnell, da booste ich mal. Okay. So, okay, super. Also die Landestützen draußen. Kommt der Boden ein bisschen nah. Achtung. Och nö. Schade, das sind bloß solche kleinen Hügel wieder. Na gut, wir schauen uns das natürlich trotzdem an. So, da müssen wir mal schauen. Hier ist es schräg. Vielleicht hier links. Da ist so eine kleine Terrasse. Komm hoch. Doch, da. Oh ja. Da war ein Landeplatz. Okay. So, gerade ausrichten. Und dann langsam runter. Ruhig, Bursche. Es war ein bisschen viel. Und nein, ich bin nicht nach unten geschwebt. Ich habe lediglich bloß ein bisschen zu lange den Stabilisator ausgeschaltet. So, da sind wir auch schon.
Oh, ups, ups, ups. Was mache ich denn? Das ist ja furchtbar. So, nochmal. Na komm, lande. Ah, nee, will er nicht. Er will nicht ganz. Müssen wir nochmal leichte Korrekturen vornehmen. Na komm. Nee, weiter links geht's nicht. Da ist es dann schon wieder rot. Nochmal ein Stückchen vor. Ein ätzendes Gelände. Jetzt schaue ich mich hier um. Gibt es hier irgendwo was Besseres? Vielleicht tatsächlich weiter hinten. Ich drehe mich mal. Wir fliegen mal woanders hin. Ja, es gibt da manchmal trotzdem so unebene Plätze. Da kannst du dann auch hin und her wackeln mit dem Schiff und gucken, ob du den Millimeter triffst, wo er dann tatsächlich auch richtig aufsetzt. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Da fliegen wir doch mal lieber hier 200, 300 Meter. Und naja, hier vorne sieht es doch auch ganz gut eigentlich aus. Oder da rechts vielleicht auch noch. Übrigens, was ich vorhatte. Halt, war es gerade blau? Ich habe es nicht gesehen. Nee, okay. Was ich ja vorhatte, ich wollte zu Silvester ein Video machen vom Spiel. Mal wieder mit Musik. Hatte auch schon angefangen und wollte das dann, dachte ich, okay, komm, dann nimmst du das als 500. Folge jetzt oder so, kein Plan. Hätte ich einfach die 500 dran geklatscht und dann wäre gut. Und, naja, jedenfalls hatte ich angefangen. Oh, komm, jetzt lande. Nee, will er nicht. Hallo. Was hat er denn heute? Na komm. Ey, sorry Leute. Spult ruhig vor. Bis die Kiste gelandet ist. Tausende Spielstunden auf dem Konto und kriegt den Vogel hier nicht runter. Uiuiui. Mit einem kleineren Schiff wären wir schon längst gelandet. Halt. Da war doch noch mal ein bisschen was hier. Wir das mal. Ja, jedenfalls das Video hatte ich dann schon, naja, zum Großteil fertig. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Auf jeden Fall. Na endlich. Jetzt habe ich fast nichts gemacht. Okay, cool. Gut. Und war dann so gut wie fertig. Moment, muss mal kurz das Gamepad holen zum Fahren. Und war aber absolut nicht zufrieden. Manchmal habe ich dann so ein Gefühl und denke mir, nee, das sieht nicht aus. Das kannst du nicht bringen. Das weiß ich nicht, hat da auf einmal kein gutes Gefühl mehr und habe dann alles gelöscht und alles in den Papierkorb geschmissen. Naja, vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal ran, aber das war leider nichts. Man hat dann immer so Vorstellungen im Kopf, wie das werden soll, was auch meistens ganz gut klappt. Klappt nie immer alles, so wie man sich es vorstellt, aber zum Großteil klappt das dann manchmal schon. Aber in dem Fall dachte ich mir, nee, das kannst du keinem antun, ey, ohne Scheiß, das ist nicht geil. Überhaupt nicht. Naja, und hab dann alles weggehauen. Was soll's. Ja. Wäre ganz cool gewesen, wenn's geklappt hätte. Aber sollte nicht sein. So. Achso, seht ihr die Dinger? Die kann ich doch auch nochmal scannen. Halt. Kommst du kaum zum Bremsen. Gut, hier ist auch ein ganz schöner Abhang. Jetzt scannen wir mal. Haben wir das schon irgendwie? Das haben wir schon mal gescannt, okay. Das befindet sich schon im Codex. Haben trotzdem noch mal ein bisschen Credits bekommen, aber nicht viel. Oh Mann. Es fährt sich halt. 1,8G oder wie viel sind das hier? Fährt sich eigentlich schon ganz cool, wenn es geradeaus geht. Aber wenn man sich hier so am Hang entlang hangelt, dann ist das nicht schön. Ihr seht's ja, der Kleine quält sich ein bisschen. Dann kann man so in Serpentinen ein bisschen hochfahren. Das klappt dann auch ganz gut. So. Wenigstens eins. Nimm das mal mit. Phosphor. Wow, ich hatte sogar nur 10 Phosphor. Mit dem Kram hat man doch fast immer alles voll.
Ja gut, warum ich da jetzt so wenig habe, weiß ich nicht. Es gibt ja hier immer diese Phlegm oder Phloem oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Extrakte. So eins wäre ganz geil, denn da kommt doch schon gar nicht mehr hoch. Alles klar, gut, ich habe so... Gut, es ging mir schon auf den Sack mit der Landestelle. Jetzt hau ich hier wieder ab. Gefällt mir eh nicht das Feld. So. Jetzt habe ich genug rumgehasst. Wollte ich gar nicht, entschuldigt. Ich werde mich bessern. Das war nicht so gedacht. Polyporöse Wucherung, da ist eh nur Mist drin. Nee, gut. Ich fahre zurück, pack die Kiste wieder ein und dann hau ich hier wieder ab. Und dann geht's Richtung Zentrum. Da mache ich dann morgen mal ein paar Sprünge. Und dann bin ich ja sowas von weg von diesem, von dem Nebel und Umgebung. Hauptsache weit raus. Bisschen wie Urlaub, Hauptsache weit wegfahren. Oder weit wegfliegen in dem Fall. Ja, gut. Dann war das für den Allerwertesten. Toll. Na gut, ihr seid jetzt erstmal wieder von mir auf dem neuesten Stand. Und ich versuche jede Woche wenigstens ein Video von Elite Dangerous zu machen. Egal, ob dann hier oder mit dem Hauptaccount. Das wird mit Sicherheit immer mal hin und her tauschen. Und so wie es wieder mehrere, es gibt zwar immer mal ganz kleine Infohäppchen seitens der Entwickler zu Odyssey, aber das... Ich warte da ab, bis es wieder mehrere Neuigkeiten gibt. Ich mache da nicht zu jeder kleinen Info irgendein Infovideo oder so. Das finde ich lohnt sich dann nicht. Ich trage dann lieber die Sachen zusammen, wenn dann wieder mehr zusammenkommt. Und dann mache ich dazu auch gerne extra Videos oder einfach ein paar Infovideos mit Informationen oder was da so Neues gibt. Und vor allem, wenn dann halt wirklich die Alpha auch startet, dann wird es regelmäßig viele Videos dazu geben. Da gibt es dann viele Sachen, die wir probieren und testen können. Da bin ich einfach dann sehr gespannt drauf und freue mich da auch drauf. Und ja, natürlich sollen sie sich Zeit nehmen, die Entwickler, dass das gut wird. Man muss da ja nicht sinnlos die Leute bei der Arbeit stressen. Aber von meiner Seite aus kann es gern jeden Moment losgehen. Aber keine Hektik. Gut, okay, das war's erstmal von mir. Komm, wir machen nochmal hier einen schönen Ausblick, dass ich nochmal ein Foto habe. Und Knips. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und kommt dann gut ins Wochenende. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal oder bei Mario. Schaut ruhig mal rein, das ist ganz witzig. Bis dahin, ciao.